Olé, 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 olé. Wir sind die Champs. Hallo? Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Wer ist dort? Hier ist Panzer. Spreche ich da jetzt mit dem Herrn Szabo? Das ist richtig. Es geht sich um Folgendes. Und zwar, Sie sind doch Bildhauer. Das ist korrekt. Ja, ich rufe an wegen... Panther? Hallo? Sind Sie Herr Panther? Habe ich verstanden. Richtig, genau. Und ich rufe an wegen den Rudi. Sie sprechen gerade von... Ja, Mann, ich spreche von dem Achtelfinale. Wir sind ja jetzt drinne seit gestern. Was ist... Es geht sich darum, dass wir dringend ein Abbild brauchen von den Herrn Völler. So, jetzt würde ich Ihnen ein Foto zufaxen und Sie hauen da... Sie sollen da im Prinzip den Rudi eben da in Stein reinkloppen. Sie reden von einem Fehler. Wen? Wer hat diese Fehler gemacht? Nein, kein Fehler. Völler. Rudi Völler ist der Bundestrainer. So, wir sind jetzt im Achtelfinale und ich würde jetzt im Prinzip gerne haben, dass Sie den in Stein reinhauen. Wer hat diesen Auftrag von uns bearbeitet? Wir können machen Ihnen eine kleine Sache. Nein, die sind jetzt im Achtelfinale und ich will, dass Sie den in Stein hauen. Ist das jetzt machbar oder nicht? Wissen ich denke, Sie sind Bildhauer. Wir machen künstlerische Darbietung. Wie künstlerische Darbietung? Im Achtelfinale, Junge, das ist uninteressant. Wenn Sie haben eine Vision, dann erklären Sie mir Ihre Vision, aber ich kann noch nicht einen... Wie verbleiben wir denn jetzt? Was ist soll das ich? Mit verbleiben? Ich habe Ihnen konkret gesagt, Sie können sich Ihren Rudi Völler selber in meine Wegen Scheiße hauen. Das ist mir so egal. Das geht nicht. Nicht bei uns. Wir sind eine anständige Firma. Wir machen anständige... Ja, aber wir sind doch... Das gilt doch für die Bundesrepublik Deutschland, für die Nationalmannschaft. Das ist mir als Ungarn noch viel scheißegal, mit welcher Drecksmannschaft ihr da irgendwelche blöde Achtel, Sechzehntel, 64. erreicht. Ich sage Ihnen, lecken Sie mich und Bundesrepublik Deutschland an Arsch. Also gehen Sie aus der Leitung, vergessen Sie das! Hallo! Hallo! Wer ist da? Hier ist Panzer. Das habe ich doch gewusst, dass Sie schon wieder anrufen, Sie mit Ihren Scheißwichsgriffeln immer machen Sie da. Lassen Sie anständiges Leute wie Szabo in Ruhe. Ich scheiße auf Ihre Drecksaufträge, die nichts sind, nur aus Geburt von Ihrem kranken, dreckigen Gehirn da draußen in Ihrem Schweinestall, wo Sie hausen. Sie können mich am Arsch lecken, haben Sie verstanden? Ich bin auf 100.000 Volt, Panzer. Wenn ich kriege nur irgendwie raus, wo Sie sind, machen diese Verrücktheiten. Ich werde Sie klein machen. Es geht sich um Folgendes. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Schon wieder ist es um Folgendes. Sie können noch nichts mal gescheit sprechen. Bitte? Beherrschen Sie denn deutsche Sprache wenigstens. Es geht sich um einen Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße geht es sich. Sie wollen wieder irgendeine Scheiße und Auszubildender macht Scheiße, Sie machen Scheiße, alles um mich herum macht Scheiße. Wie soll Szabo gescheit machen Kunst, wenn immer nur Scheiße kommt? Scheißland, Scheißsituation, Scheißauftraggeber, Scheißpanzer! Haben Sie das verstanden? Sagen Sie mir jetzt ein für alle Mal. Sagen Sie, das ist das letzte Mal, dass Sie rufen an. Ja, es geht sich um Folgendes. Das ist doch nicht wahr. Das ist, Panzerleid, es geht sich um Folgendes. Um was geht es sich denn wieder? Aber Schluss ja. Dann, nichts mehr. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Was ist denn mit Ihnen los? Weil Sie jedes Mal kommen mit neuer Scheiße. Immer Scheiße fragen. Ja, aber Sie haben noch nie was für mich gemacht. Ist ja auch kein Wunder. Sie wollen Rudi Völler und was weiß ich. Demnächst wollen Sie noch Ihr Arschloch in Gips und Beton gegossen haben. Dann lassen Sie mich doch kurz noch erklären und dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Das ist das letzte Mal. Was wollen Sie? Es geht sich darum. Und zwar der erste FC Köln ist ja aufgestiegen. Der erste FC Köln. Und ich hätte gerne diese Geißbock aus Titan. Titan, selbstverständlich. Wie die quasi unter den Hufen drunter auf einem Bayern. Haben Sie es selbstverständlich? Drauf rumtrampelt. Auf einem was? Bayern, auf einem Bayern. Was ist ein Bayer? Ja, aus Bayern München. Und ich brauche im Prinzip eine Titangeist. Eine Titangeist, damit Sie sich ihn stecken können in Ihren Arsch.
Was wollen Sie mit Titan, Geist, Sie Verrückter? Ich habe eigentlich gedacht, dass Sie die Geist spenden. Dass Sie das spenden. Ja, ich spende Ihnen ganz andere Sachen. Wissen Sie? Ich spende Ihnen ganz andere Sachen. Zwei Geistböcke. Ich spende Ihnen 100.000 Schläge mit Stahlbarren auf Ihrem nackten Arsch, solange bis er glüht wie das Abendsonne, die bei Rhodos in das Scheißmeer versinkt. Salvo? Pancho, ich begrüße Sie. Hallo. Das ist wieder dieses verrückte Mensch. Richtig. Müssen Sie gar nicht weiterreden. Ich habe noch mal über alles nachgedacht, Herr Sabo. Sie brauchen über Verdammtes nichts mehr nachdenken. Doch. Hören Sie mal zu. Ich hatte ja ursprünglich... Ich hatte Ihnen ja ursprünglich gesagt, wir brauchen eine Statue von den Völler, danach von den Kahn. Vergessen Sie einfach alles. Jetzt geht es um Brasilien. Jetzt geht es um Brasilien, Herr Sabo. Dass Sie den Ronaldo, den Ronaldinho und den anderen Inyo, dass Sie so eine Dreiergeschichte machen, wie mit den Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, aber mit diesen drei Weltklasse-Spielern. Kriegen Sie das hin bis Sonntag? Ja, Herr Panzer, kriege ich hin. Ja, selbstverständlich. Wie verbleiben wir denn jetzt? Kommen Sie gleich vorbei und wir machen eine... Aber tun Sie mir einen Gefallen. Wir machen Folgendes. Ich schicke Ihnen einen Freund von mir vorbei. Ja. Mit einer Beton, große Betonklotz. Ja. Und ich garantiere, danach rufen Sie mich nie wieder an. Ja, wie wollen Sie dann aus dem Stein rauskloppen, die Figuren? Herr Panzer, lassen Sie das meine Sorge sein. Bitte tun Sie mir nur einen Gefallen. Sie geben mir jetzt Ihre Adresse. Und dann freuen Sie sich, weil es kommt dann jemand und der löst Ihr Problem ein für alle Mal. Ja, hören Sie mal, was läuft denn da ab? Kriege ich jetzt die Statue oder nicht? Selbstverständlich, es ist ganz einfach. Geben Sie mir nur Ihre Adresse. Nee, die gebe ich nicht raus. Ich kann doch gern einen anderen nehmen, einen anderen Steinmetz. Ja, das ist eine sehr gute Lösung, aber warum rufen Sie ausgerechnet immer Sabo? Ja, weil ich dachte, wir kennen uns ja mittlerweile. Ich bin doch nicht der einzige beschissene Bildhauer auf diesem Scheißplaneten, Herr Scheißpanzer. Bitte? Also Herr Sabo. Adresse und wir regeln das Mann zu Mann. Herr Panzer, Sie kriegen alles, was Sie brauchen. Garantiert. Ich garantiere Zufriedenheit. Sie werden es nicht merken. Es geht Ich habe mir überlegt. Herr Sabo, lassen Sie gut sein. Machen Sie weiter. Panzer, machen Sie weiter Herr Ihre Panzer, Gräber. Ich und habe die ganze Nummer, denken Sie daran. Und ich sage es alle allerletzte Mal. Und ich möchte mich dieses Mal nicht mehr aufregen, Herr Panzer. Das ist nicht gut für mein Herz. Ja. Bitte, Sie, Herr Panzer, bitte, Herr Panzer, rufen Sie mich nicht mehr an in Ihr ureigenes Interesse. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen. Guten Morgen, Herr Panzer. Sabo, hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Ich glaube, mir kommt eine Idee. Sie sind dieser... Mit Rudi Völler wollten Sie... Richtig, genau. Passen Sie auf, es geht sich darum, und zwar brauche ich von Ihnen eine Steinskulptur. Sie brauchen schon wieder eine Skulptur? Und zwar hat unsere Muschi Junge gekriegt. Ich verstehe Sie nicht. Unsere Muschi, die Katze, die heißt Muschi, die hat Junge gekriegt. Sagen Sie bloß, oder? Sie haben eine Muschi. Sie sind eine Wunderpanzer. Sie sind wirklich eine Wunder. Richtig, genau. Und zwar hat unsere Katze Junge gekriegt. Und zwar hätte ich das gern als Geschenk... Was ist das wieder für eine Geschichte? Ja. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Ja, ich denke, ich bin Bildhauer. Ja, und mache ich Muschis? Bin ich Bildhauer für Muschis? Bin ich die Dolly Dollar von das Bildhauer? Bin ich ein hergelaufener, tschechischer, heruntergekommener, möchte gern Bildhauer für Muschis? Was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie reden? Ich mache Ihnen ein Angebot, da rohren Sie sich ja nicht gleich aufregen. Ich rege, wissen Sie, Panzer, ich habe mich noch nicht aufgeregt. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche den tieferen Sinn dieser göttlichen Prüfung zu verstehen. Bitte? Haben Sie was getrunken? Haben eine Aufgabe. Haben Sie was getrunken, Herr Sabo? Was?
Was ist? Wie verbleiben wir denn jetzt? Ganz einfach, Patzi. Wir verbleiben wirklich einfach. Sie rufen nicht mehr an. Ja. Und Sie besorgen sich Ihre Scheißmuschi woanders. Ende. Sabo? Herr Sabo, wir sind gerade unterbrochen worden. Wir sind nicht Sie Lackaffe, Sie krankes, eingeweichtes Stück Scheißgehirn. Wir sind nicht unterbrochen worden. Ja. Begreifen Sie. Ich war aber gerade weg. Panzer, aus, vorbei. Es ist nichts mehr. Wir werden es nichts mehr machen heute. Ich muss arbeiten. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie scheinen verdammt viel Tagesfreizeit zu haben. Machen Sie ein Inserat in der Zeitung. Junger Bekloppter mit viel Tagesfreizeit sucht Muschi. Und dann kriegen Sie so viele Anrufe, wie Sie wollen. Einen Moment. Hallo? Panzer. Ich mach die Maschine aus. Hallo, hier ist Panzer. Und zwar wollte ich noch mal fragen, wie wir jetzt verbleiben. Sind Sie denn völlig schmerzfrei, Panzer? Bitte? Glauben Sie, dass Sie das noch lange durchhalten werden? Kriege ich jetzt die Skulptur oder nicht? Ja, ich habe eine Lösung für Sie schon vorbereitet. Ja. Sie bringen sich und Ihre Muschis vorbei. Ja. Und dann lösen wir das Problem ganz einfach mit einer Salzsäure. Sie kommen vorbei und das Problem löst sich ganz langsam auf.